Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Webinar Salomons Marktausblick von XTB, Ihrem Broker, präsentiert. Und ja, sehen wir einen Crash an den Märkten. China fährt nicht nur einen Sack Reis um, sondern die Pleite des dortigen zweitgrößten Immobilienentwicklers Evergrande. Ja, das verunsichert. Demzufolge sehen wir heute Morgen den deutschen Aktienindex unter der 15.300. Das schauen wir uns natürlich auch gleich mal an. Zuvor natürlich wie immer noch der Interessenkonflikt und der Blick auf den Risikohinweis. Wir wollen auch gleich einmal mit dem deutschen Aktienindex anfangen. Die Monatskerzen, das sieht, sofern der Monat tatsächlich so stattfinden sollte und wir weiter fallende Kurse bekommen, insbesondere unter der 15.000er Marke, dann wird es langsam dramatisch, weil wir dann hier unter Umständen eine Gipfelbildung sehen. Das heißt, wir sind ja 5 Monate an der Oberkante eines Aufwärtstrendkanals entlang gelaufen und der Ausbruch nach oben nicht besonders dynamisch. Chance nach oben ist natürlich nach wie vor vorhanden, sofern wir hier ein neues Top über die 16.000er Marke bekommen. Aber aktuell sehen wir eher einen Abprall oder einen möglichen Abprall, der wahrscheinlicher werden würde, wenn wir hier unter die Runde 15.000 fallen und dann folgen sehr dramatisch unter den mittleren Bereich dieser langen weißen Monatskerze. Also wenn wir dann noch unter die 14.300 fallen, dann würde sich dieses Szenario hier durchsetzen. Und das absolute Worst-Case-Szenario ist natürlich, wir sind im Aufwärtstrendkanal, im sehr langfristigen Aufwärtstrendkanal. Und das absolute Worst-Case-Szenario wäre, dass wir jetzt hier nach unten abprallen und in Richtung 11.000, 10.000 Punkte fallen. Also das ist das Worst-Case-Szenario, was wir aber hier aktuell noch nicht ableiten können, darf man aber getrost im Hinterkopf behalten. Trotz alledem sehen wir natürlich jetzt hier übergeordnete Unterstützungen. Insofern ist die Frage auch berechtigt, ob so ein Rücksetzer nicht auch eine Chance darstellt. Ist sicherlich vorhanden, aber handel, was du siehst. Und wir sehen im Moment in den Wochenkerzen 3 schwarze Wochenkerzen. Wir sehen einen Break eines, oder zumindest aktuell einen Break eines Aufwärtstrendkanals. Dann haben wir hier noch einen flachen Aufwärtstrendkanal und dessen Aufwärtstrendlinie testen wir gerade. Das heißt aber auch, dass jeder weitere Verlust, jedes weitere Tief hier eher kritisch zu werten ist. Und insofern sehen wir hier auch sehr schön in den Tageskerzen, dass dieser auch in den Wochenkerzen zu sehen etwas flach verlaufende Aufwärtstrendkanal jetzt aktuell getestet wird. Das heißt also, wenn wir jetzt hier weiter nach unten rutschen, dann sehen wir vielleicht auch heute eine lange rote Kerze und morgen nochmal eine lange rote Kerze und dann sind wir hier schon aus dem Trendkanal nach unten ausgebrochen und man müsste dann die Schwankungsbreite dieses Trendkanals nehmen und eben hier nach unten abtragen und dann würden wir hier also deutliches Abwärtspotenzial bekommen. Das heißt also, da würden wir dann auch unter die 15.000er Marke laufen. Da wir jetzt zur Eröffnung schon wieder 50, 60 Punkte verloren haben, zumindest von dem Stand kurz vor 9 Uhr, muss man ganz einfach sagen, da ist Angst, da ist Unsicherheit. Und demzufolge dürfte es hier auch für Erholung relativ schwierig werden und wahrscheinlich erst eine nachhaltige Erholung eintreten, wenn aus China signalisiert wird, dass die chinesische Regierung da aktiv wird und das Ganze stoppt, auffängt etc.
Wir schauen hier nochmal auf die Tageskerzen. Wir hatten hier ein Dreieck. Das Kursziel haben wir jetzt mittlerweile erreicht. Also um das etwas übersichtlicher zu machen, löschen wir das. Wir haben hier eine Unterstützung geknackt. Die ist jetzt im Prinzip Widerstand. Wir haben hier nochmal eine leichte Unterstützung. Da fallen wir auch gerade raus. Aber man kann dann auch, das ist dann fürs Auge einfacher, wenn man dann halt hier auch mal dieses Dreieck, das hat also im Prinzip ausgedient, hat funktioniert mit dem Pullback. Und die Frage ist jetzt, okay, was können wir jetzt anstelle machen? Chartanalyse ist ein dynamischer Prozess. Man kann also jetzt hier im Prinzip einen sehr, sehr kurzfristigen Abwärtstrendkanal konstruieren, aber aus dem sind wir auch schon draußen. Natürlich haben wir jetzt hier aktuell Unterstützung, aber solange wir hier nicht deutlich einen Rebreak bekommen, auch über die 15.400, 15.500 dann auch wieder ansteigen, dann wäre das jetzt hier aktuell so eine Marktbereinigung mit Test der Aufwärtstrendlinie. Aber solange wir hier eher noch ja, Abgabedruck haben, ist das natürlich eher negativ. Was auch nicht so schön ist, dass natürlich dann Abgabedruck zum Wochenschluss noch hereingekommen ist. Das heißt also, dass dann nach dem Verfallstermin auch Material abgegeben wurde. Und das ist in der Regel auch nochmal ein negatives Signal für die Börsen. Wir schauen uns jetzt die Stundenkerzen an. Also, wir hatten hier diese Seitwärtsbewegung. Am Widerstand ist hier eher verkauft worden. Dann konnte man hier noch sagen, okay, wir haben jetzt hier noch eine Unterstützung. Die haben wir natürlich jetzt nach unten schon lange verlassen. So, und jetzt muss man sagen, okay, wir sind im Abwärtstrendkanal. Wir haben hier in den Stundenkerzen einen Abwärtstrend. Das Einzige, was ein bisschen Hoffnung vielleicht machen könnte, wäre, dass wir jetzt hier an der Rückkehrlinie uns befinden und da zumindest mal eine Gegenbewegung kommt, weil die Rückkehrlinie, also die untere Begrenzung des Abwärtstrendkanals, stellt ja auch durchaus eine Unterstützungslinie dar. Wir gehen mal noch eine Zeitebene tiefer auf die 5 Minuten und hier sehen wir im Prinzip sehr schön einen Abwärtstrendkanal. Also zwei Tops, ein dazwischenliegendes Tief, ein kleiner Hammer unter anderem. Und wir sehen sehr schön, dass dann nachdem das hier mit einer längeren roten Kerze das Hammertief hier unterschritten wurde, es also weiter nach unten ging, am Freitagnachmittag und dann halt hier am Abend über Nacht dann hier eine Seitwärtsbewegung, neues Tief. Sehr schön im Prinzip der Abprall dann nochmal an der Abwärtstrendlinie. Jetzt sind wir zum zweiten, dritten Mal an der Rückkehrlinie. Dass da auch mal eine Gegenbewegung kommt, wäre also durchaus normal. Aber Erholungen dürften erst einmal auf Widerstand treffen. Und jetzt können wir hier in den 5-Minuten-Kerzen noch Folgendes machen, dass wir also hier diesen Abwärtstrendkanal noch etwas ja, entzweigen, konstruieren und sagen, okay, also wir haben nochmal eine beschleunigte Abwärtsbewegung. Und ein neues Tagestief, in Anführungszeichen Tagestief, ein neues Tief am Morgen sozusagen wäre dann eher kritisch zu werden, weil wir aus diesen beiden Trendkanälen nach unten herausfallen würden. Und wir müssten dann eigentlich 1.100, 15.080 hier in diesem Bereich rutschen. Und Erholungen sind letztendlich von der Trendanalyse hier so lange auch in den 5-Minuten-Kerzen auf Verkaufssignale zu beobachten, solange halt hier diese beiden Trends nicht geknackt werden. Also wenn wir den ersten Trend nach oben knacken, hätten wir natürlich die Chance, auch einen Breakversuch des längeren 5-Minuten-Abwärtstrendkanals hier zu fabrizieren, dass wir dann halt hier auch an die 15.400, 15.385 im Bereich, aber erst darüber, auch per Stundenschlusskurs, dann würde sich ein Boden unter Umständen ausbilden. Also, um kurz zu machen, das sieht nicht mehr so schön aus. Die Bullen scheinen jetzt erst einmal ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen. Erholungen dürften eher abverkauft werden und sollten wir allerdings dann in den Stundenkerzen hier ein Break des Abwärtstrends bekommen, eine lange grüne Kerze, dann würde sich die Lage hier wieder aufhellen. Oder eben, wenn wir Nachrichten aus China bekommen, dass das
alles doch nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Aber da gibt es eben Experten, die meinen, einerseits müsste die chinesische Regierung eintreten, um halt Ruhe in der Bevölkerung zu bekommen, um das nicht ausufern zu lassen, auch auf andere Sektoren, andere Immobilienentwickler. Und die anderen sagen, nee, die könnten da ein Exempel draus werden lassen. Und der böse Kapitalismus oder keine Ahnung. Also genaues weiß man nicht. Wir kommen aber mal zu den US-Indizes. Grundsätzlich haben wir, was du siehst, wir haben in den Dow Jones diesen Aufwärtstrend geknackt. Das war das Szenario. Das hielt sich in der letzten Woche noch so ein bisschen, ja, an einer Unterstützung. Jetzt sind wir nach unten gefallen, haben dadurch auch das Kursziel, nämlich die nach unten abgetragene Schwankungsbreite, erreicht. Das ist jetzt erstmal ein Kursziel, was erreicht wurde. Insofern könnte hier auch an der Unterstützung eine kleine Erholung eintreten. Aber man muss ganz einfach sagen, okay, nur weil jetzt das erste Kursziel erreicht ist, muss ja noch nicht eine Trendwende entstehen. Wir können auch hier einen kurzfristigen Abwärtstrendkanal nun konstruieren. Und das würde eben auch bedeuten, dass wenn wir weitere Tiefs bekommen, wenn wir weiter nach unten rutschen, wenn wir diese Unterstützungszone knacken, aus diesem engeren Abwärtstrendkanal nach unten herausfallen, dann ergibt sich da nochmal deutliches Abwärtspotenzial. Wir sehen das hier auch in den Stundenkerzen. Also die Abwärtstrendlinie, die habe ich jetzt hier nochmal so ein bisschen angepasst. Also die lag in der letzten Woche noch ein bisschen flacher, die verlief hier in etwa in diesem Bereich. Aber Sie sehen, Chartanalyse, ein dynamischer Prozess, man pa passt das dann eben an die entsprechenden Tops ein. Trendanalyse ist ja nichts anderes, als dass wir visuell versuchen, die Stimmung im Markt wiederzugeben. Und das ist also keine Wissenschaft. Und demzufolge können wir natürlich jetzt sagen, okay, wir haben hier die Schwankungsbreite nach unten erfüllt. Jetzt könnte hier auch durchaus mal eine Erholung starten, aber eine Erholung trifft hier schon auf ersten Widerstand. Da müssen wir rüber, auch mit einer langen weißen Kerze, dass wir vielleicht auch wieder hier mal eine etwas stärkere Erholung sehen. Im Moment sehen wir nur eine Pause an der Unterstützung, und wenn die Unterstützung nach unten verlassen wird, dann wäre das negativ, und man müsste hier dann auch in den 5-Minuten-Kerzen eigentlich entsprechend der nach unten abgetragenen Schwankungsbreite, wo wir also dann wieder ein neues Abwärtspotenzial sehen könnten, müsste man dann in den 5-Minuten-Kerzen jede Erholung eigentlich auf Verkaufssignale beobachten. Ja, und bei den anderen Indizes sieht das natürlich auch nicht mehr so schön aus. Das heißt, wir haben hier den Nasdaq 100. Wir haben hier kleine Kerzen. Das war ein Warnsignal, so wie bei, haben wir schon öfters gehabt. Aber Warnsignale sind eben noch keine Verkaufssignale. Aber das hat sich jetzt oder könnte sich ändern, dadurch, dass wir hier diesen Aufwärtstrend jetzt testen, dass wir hier auch unter eine kleine Unterstützung gerutscht sind. Und demzufolge Szenario wäre, dass wenn wir also neue Tiefs bekommen, dass wir hier in Richtung des längerfristigen Aufwärtstrends zurückkommen. Und das wäre dann natürlich auch nicht so schön für Aktien wie Tesla etc., die eigentlich einen guten Weg jetzt genommen haben. Die dürften dann natürlich mit in Mitleidenschaft gezogen werden, oder auch so eine Plug Power oder andere Aktien, die gehypt worden sind, dürften da eher unter Druck kommen. Und wir sehen das auch beim S&P 500. Also wenn wir das hier so ein bisschen aufklamüsern, etwas größer ziehen, dann sehen wir also hier einen recht langen Aufwärtstrendkanal, der sich ein bisschen verschoben hat. Also so methodisch wäre das in etwa korrekter. Wir sehen hier auch einen kurzfristigen Aufwärtstrend, und diese beiden Aufwärtstrendlinien bilden jetzt hier auch durchaus mit dieser horizontalen Unterstützung, kann man von einer Kreuzunterstützung sprechen. So, und wenn die natürlich jetzt gerissen wird, dann kippt die Stimmung aller Voraussicht nach deutlich. Das heißt also, wir könnten hier die Schwankungsbreite dieses Aufwärtstrendkanals nach unten abtragen.
dann wären wir auch aus diesem langfristigen Trend nach unten herausgefallen und dann müsste man die gesamte Schwankungsbreite dieses Trends hier nach unten abtragen und Sie sehen, das könnte dann tatsächlich ein Worst-Case-Szenario werden. Eine Chance bietet sich erst dann an, wenn diese Abwärtsbewegung, die wir jetzt im Moment sehen, tatsächlich wieder nach oben verlassen wird. Also wenn wir hier keine neuen Tiefs bekommen, wenn wir hier nicht unter dieses Lundentief vor allem fallen im S&P 500. Also wir hatten hier eine Aufwärtsbewegung, Rücksetzer, neues Hoch nach dem Rücksetzer. Und es ist immer relativ kritisch, wenn solche längeren Lunden als Zwischentief dann unterschritten werden. Das heißt also, das ist hier auch nochmal eine entscheidende Marke. Das heißt, die 4.355,50 sollte die fallen, dann dürften die Bullen hier kapitulieren und wir also hier deutliche Abgaben sehen. Also der deutsche Aktienindex jetzt bei 15.200, sogar knapp ein, zwei Punkte mal drunter gewesen. Im Moment alles noch bärisch. Und hier auch in den US-Indizes, also erst wenn wir hier diese kurzfristigen Abwärtstrends nach oben knacken, hält sich die Lage hier etwas deutlicher auf. Wir schauen uns das mal beim S&P 500 auch in den Stundenkerzen an. Also auch hier eine sehr starke Dynamik. Hier konnte man übrigens auch noch, also auf sowas ist auch immer zu achten. Das hatte sich dann zum Wochenschluss erst ergeben. Also da hatten wir hier zum Beispiel auch da mal so ein kleines Dreieck, ist nach unten verlassen worden. Abwärtspotenzial ist zwar mittlerweile abgearbeitet, wenn Sie sich aber hier die Stundenkerzen anschauen, dann haben wir aktuell ein Muster, nämlich eine lange rote Kerze. Dann haben wir drei kleine grüne Kerzen und jetzt anschließend wieder eine lange rote Kerze. Und das ist ein Trendfortsetzungsmuster. Das heißt also, es spricht überhaupt nichts dafür, dass man jetzt am aktuellen Niveau die Hände aufhält und sagt, oh, ist aber jetzt niedrig und da muss ich jetzt kaufen, sondern sagen, okay, also die Candlesticks hier auf Stundenbasis, Trendfortsetzungsmuster. Die Indikatoren sind, mag zwar sein, dass die jetzt schon überverkauft sind, aber gerade wenn Sie so mit Oszillatoren oder anderen alten Indikatoren, Modellen arbeiten, die bestätigen dann eher, wenn Sie eine Weile auf Überverkauft tendieren, in einem Abwärtstrend, die Stärke des Abwärtstrends. Also wir haben ja ein Trendfortsetzungsmuster, noch keinen Grund hier bullisch zu werden. Das könnte man dann erst wieder werden, wenn zum Beispiel hier die 4.415,20 zurückerobert von einem S&P 500, wenn also dieses Muster tatsächlich nach oben herausgenommen wird. So, der deutsche Aktienindex, nochmal 10 Punkte tiefer. Wir laufen also abwärts und damit sind wir gar nicht mehr so weit entfernt von der 15.000er Marke. Also das schauen wir mal, ob das heute nicht ein schwarzer Montag wird. Okay, wir blicken dann mal im Schnelldurchlauf die anderen Werte so durch. Also der US-Dollar als Krisenwährung kann von der aktuellen Entwicklung profitieren. Sie sehen das hier. Wir haben diese kleine Range nach oben verlassen. Wir sind hier im Aufwärtstrend. Wir haben einen sehr breiten Aufwärtstrend. Wir haben so zudem auch noch hier ein asymmetrisches Dreieck, was jetzt zum zweiten Mal nach oben verlassen wurde. Also das hatte ich alles in der letzten Woche mal ausführlich dargestellt. Man kann dann natürlich auch sagen, das ist mir alles zu viel, das Dreieck vielleicht hier auch nicht mehr so entscheidend, weil wir hier schon mal einen Fehlausbruch hatten. Also sagt man sich, okay, ich habe hier einfach einen breiten Aufwärtstrendkanal. Die Range hat jetzt auch keine Bedeutung mehr, weil das Kursziel hier raus eigentlich auch schon zum Greifen nahe ist. So, und den Strich nehmen wir mal auch weg. Und dann haben wir hier den blauen Strich, den nehmen wir auch weg. So, jetzt haben wir also die Situation, dass wir hier wieder nach oben laufen. Das wäre also das naheliegende Kursziel und dann die Widerstandszone. Und wenn wir diese große Widerstandszone hier nach oben überwinden im Dollar-Index, dann könnten wir also weiter nach oben laufen. Also grundsätzlich aktuell bullisch, auch wenn wir aktuell an einem Widerstandsniveau laufen. Aber wir sehen das auch zum Beispiel in den Einzelwährungen. Wir haben im Euro zum US-Dollar ein ähnliches, ja,
Situationen, wo man also verschiedene Annahmen treffen kann. Wir haben also hier auch diesen breiteren Abwärtstrendkanal, alternativ dieses Dreieck, Pullback, Shooting Star. Jetzt sind wir aus der Range nach unten gefallen, laufen aller Voraussicht nach hier an die jüngsten Tiefs. Und wenn wir da herunterfallen, dann dürften wir uns eigentlich hier weiter unten einfinden. Das heißt also auch vom sehr langfristigen, übergeordneten Blickwinkel, wenn wir uns hier die Monatskerzen anschauen, jeder weitere Fall im Euro gegenüber dem US-Dollar, Aufwertung des US-Dollars, könnte hier also zu einer sehr dynamischen Bewegung führen. Und das Worst-Case-Szenario für den Euro sieht so aus, dass wir hier einerseits aus diesem Dreieck nach unten herausfallen. Das ist hier das Kurs hier aus dem Dreieck nach unten. Dann würden wir hier auch durch die Mitte dieses übergeordneten großen Dreiecks laufen. Wir würden in den langfristigen Trendkanal wieder zurückkehren. Das heißt also, wir könnten sogar unter die Parität in den kommenden Wochen laufen. Das kann man im Hinterkopf behalten. Das heißt also, wenn man jetzt zum Beispiel im Tagestrading einen schönen Short-Gewinn macht, im Euro zum US-Dollar, dann kann man auch mal eine kleine Position einfach stehen lassen mit Stopp auf den Einstand. Man kann dann nicht mehr so viel anbrennen. Und wenn man das vielleicht 2-3 Mal hintereinander macht, dann hat man auch aus 3 kleinen Positionen entsteht dann vielleicht eine größere, wird vielleicht auch einmal ausgestoppt, aber man hat die Chance, dann hier unter Umständen auch mal eine längere Bewegung mitzunehmen. So, was machen die Devisen noch? Also australischer Dollar ist zum Beispiel auch relativ schwach. Wir schauen uns aber erstmal den US-Dollar zur schwedischen Krone an. Also das ist ja bei uns hier so ein Dauerbrenner. Wir haben hier unter Umständen die Chance auf eine wirklich übergeordnete Bodenbildung, weil wir hier an der Unterstützung nochmal nach oben jetzt laufen. Sollten wir also im dritten Anlauf eigentlich diese Widerstandszone hier knacken, dann hätten wir die Chance, dass also wir diese Schwankungsbreite tatsächlich nach oben herausnehmen. Dann australischer Dollar, deutlich schwach, auch kurzfristiger Abwärtstrend. Natürlich ist da auch so ein bisschen die Geschichte mit den U-Booten dabei, dass die Devisenhändler halt sagen, oh, da ist vielleicht Spannung auch zukünftig zwischen Australien und China. Das war ja jetzt in den letzten Monaten immer wieder ein Thema. Also australischer Dollar schwach und demzufolge auch der neuseeländische Dollar. Der neuseeländische Dollar ist vielleicht sogar charttechnisch interessanter, weil er erst noch vor ein paar Handelstagen hier am Widerstand der Oberkante einer Keilformation. Auch da kann man ein bisschen drüber streiten, ob das ein Dreieck oder eine Keilformation ist oder ob man das vielleicht sogar hier so fabriziert. Aber letztendlich, wir sind hier nach unten abgeprallt und jedes weitere Tief wäre hier negativ, dass wir also hier leichte Erholungen eher auf Verkaufssignale achten sollten. Dann japanischer Yen ist natürlich in Krisen auch immer gefragt. Deswegen hält sich das gerade so ein bisschen die Waage. US-Dollar zum japanischen Yen, also keine Handelsnotwendigkeit, erst ein Ausbruch aus der Range. Aber wir sehen jetzt zum Beispiel auch im Euro zum japanischen Yen, dass der Euro also wieder deutlich schwächelt. Und dann Euro, Schweizer Franken, da sehen wir noch ein bisschen, dass das hier auf der Stelle tritt. Würde ich aber jetzt mich erst noch ein bisschen noch zurückhalten. Wir schauen aber noch auf ein interessantes Währungspaar, nämlich das britische Pfund zum US-Dollar. Auch hier in der Abwärtsbewegung. Im Prinzip auch sehr interessant, dass wir hier also in einem Dreieck verlaufen, die Oberkante des Dreiecks getestet haben, erfolglos getestet haben. Ausbruch aus der Range war schon ein erstes negatives Signal, hatten wir in der letzten Woche besprochen. Und wir sind jetzt relativ dynamisch durch die Mitte des Dreiecks gerutscht. Und demzufolge müsste man eigentlich jetzt davon ausgehen, dass wir hier die Unterkante des Dreiecks testen. Und da muss man dann weitersehen, wie es weiterläuft. Das heißt also, wenn wir natürlich jetzt hier dieses Dreieck nach unten verlassen, dieses Tief bei etwa 1,36 nach unten verlassen, dann hätten wir hier auch durchaus weiteres Abwärtspotenzial. Innerhalb von Dreiecken ist immer mit schnellen Richtungswechseln zu rechnen, aber das kommt eben jetzt so ein bisschen auch auf die gesamte Nachrichtenlage an. Aktuell muss man sagen, Erholungen sind zu verkaufen. Test, Unterkante, Test, Unterstützungszone wäre hier zu favorisieren.
So, dann der Kupferpreis auch wieder zurückgekommen. Wir sehen das also hier, Abfall am Widerstand ist wieder in einen Abwärtstrend zurückgefallen. Also auch das wirkt sich negativ im Moment so ein bisschen auf die ganze Geschichte aus. Auch die Ölpreise sind ein wenig zurückgekommen. Aber wir haben hier nach wie vor einen Abwärtstrend, der nach oben verlassen wurde. Ja, dass wir jetzt hier halt einen kleinen Rücksetzer bekommen, ist halt so, ist relativ normal. Sollten wir natürlich einen Crash hier an den Aktienmärkten bekommen und das mit dieser China-Geschichte sehr kritisch werden, dann dürfte der Ölpreis hier eher auch deutlicher wieder nachgeben. Wir könnten hier dann auch in diesen Abwärtstrendkanal zurückkehren. Das ist aber noch kein Verkaufssignal. Das heißt also, wenn wir jetzt hier zum Beispiel aber sehr kurzfristig unter das Tief dieser letzten grünen Kerze fallen würden, also unter etwa 73,70, 73,50, dann würden wir halt hier auch diesen kurzfristigen Aufwärtstrend knacken und dann könnte man eher davon ausgehen, dass wir hier doch ein bisschen Abwärtspotenzial noch bekommen. So, dann noch aber zum Goldpreis. Der Goldpreis leidet natürlich jetzt ein bisschen unter der Dollaraufwertung. Da kann man ein bisschen drüber streiten, ob dieser Abwärtstrendkanal, welche Gültigkeit der noch hat. Aber wir sind immer seitwärts heraus angestiegen. Wir sind jetzt mit einer langen roten Kerze wieder zurückgekehrt. Jetzt sind wir an einer Unterstützung. Und da muss man ganz einfach sagen, also jedes weitere Tief wäre hier ebenfalls negativ, weil wir dann auch hier an die Unterkante dieses symmetrischen Dreiecks laufen würden. Hier sehen wir aber aktuell so eine kleine Pattsituation. Also wir hatten hier eine Gegenbewegung, jetzt haben wir hier wieder leichte Verluste. Wir pendeln also aktuell noch an der Unterstützung. Da darf man noch ein bisschen abwarten. Das heißt also, neues Tief wäre eher eine Bestätigung dafür, dass wir hier an die Unterstützung fallen können. Und auf der anderen Seite sollten wir wieder über die 1776,77 ansteigen. Per Tage Schlusskurs wäre das eher das Signal, dass wir hier nochmal eine Chance haben auf eine Erholung. Man sieht das hier auch in den Stundenkerzen. Wir haben ja einen Abwärtstrendkanal. Sollten wir in diesen wieder zurückerarbeiten. Hier sehr kurzfristig über die 1,777 ansteigen und dann natürlich halt hier über diese Widerstandszone, dann hätten wir die Chance, diesen Abwärtstrend zu testen. Aber aktuell muss man noch sagen, wer eine Short-Position zum Beispiel hat, darf die durchaus halten, weil wir hier aus dem Abwärtstrendkanal ja nach unten herausgefallen sind. Hier ist zwar noch ein bisschen Gegenwehr, wir haben ja auch zum Beispiel einen Hammer, aber wir haben ja keine wirkliche Ablösung von der Unterstützung und demzufolge wären also Erholungen hier eher so lange noch auf Verkaufssignale zu beobachten, solange wir nicht auf Stundenbasis über die 1,7,65,67 nach oben ansteigen. Was auch nicht so schön aussieht, ist der Silberpreis. Wir sind hier aus diesem Dreieck nach unten herausgefallen, dann ein Pullback, Abprall an der Abwärtstreppenlinie. Jetzt sind wir wieder an dieser Unterstützung. Also hier hatten wir zum Beispiel im 2020 hatten wir hier zwei markante Lunten. Und dann hatten wir hier bei dem ersten Absturz eine lange Lunte. Das würde jetzt wieder positiv werden, wenn wir hier wieder eine sehr lange Lunte bekommen und nachfolgend auch eine lange grüne Kerze und nachfolgend der Break dieses Abwärtstrends. Solange das aber nicht der Fall ist, ist natürlich so, dass je häufiger so eine Unterstützung getestet wird, irgendwann die Bullen hier auch aufgeben und sagen, nee, also beim vierten, fünften Mal kaufe ich nicht mehr. Das hat hier geklappt und hat da geklappt. Und jetzt warte ich erstmal nach dem Motto, wie sich das weiterentwickelt. Und natürlich wäre es negativ, wenn wir hier aus dem Abwärtstrendkanal nach unten herausfallen würden. Also schauen wir nochmal kurz Ihre Fragen an. Übrigens auch nochmal vielen Dank für Ihre guten Morgenwünsche und die Hinweise, dass die Technik funktioniert. Das ist immer ganz beruhigend für den Referenten. Und wir kommen zum Bundfuture. Der Bundfuture profitiert natürlich jetzt aktuell von der
ja, negativen Stimmung. Ob sich das dann als Strohfeuer erweist, haben wir noch dahingestellt. Aktuell muss man ganz einfach sagen, wir haben viele, viele Indikatoren für eine erst einmal hohe und bleibende Inflation. Also wir haben zwar auch leichte Entspannungssignale, aber die meisten Indikatoren zeigen eigentlich an, dass die Inflation also jetzt nicht in 3 Wochen vorbei ist. Und demzufolge, okay, jetzt wird ein bisschen Sicherheit gekauft, dass der Bund für Tschechien mal eine Gegenbewegung macht, aber wir haben ja ein breites Gap. Okay, das ist kontraktwechselbedingt, aber laut Chartanalyse haben wir da ein Gap. Und insofern könnte man jetzt sagen, so im mittleren Bereich des Gaps bei etwa 174% sollten wir also jetzt hier auch zum Beispiel in Bund Future diesen sehr kurzen Abwärtstrend jetzt hier nach unten, der nach unten lief, jetzt nach oben knacken, dann hätten wir halt hier Erholungspotenzial. Aber da wäre dann also, gerade wenn sich der Aktienmarkt dann wieder fängt, ja, auf Verkaufssignale zu achten. Dann haben wir noch den Bitcoin natürlich. Also Bitcoin kommt auch ein wenig unter Druck. Eher eigentlich verwunderlich, weil die Bitcoin-Jünger sagen ja immer, ja, also Zusammenbruch des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Und deswegen schützen wir uns davor, indem wir den Bitcoin kaufen. Wir haben jetzt hier so eine kleine Range. Und je nachdem, innerhalb dieser Range wäre jetzt hier nochmal mit, also die 46.000 ist jetzt hier eher eine Orientierungsmarke, da sind wir jetzt heruntergefallen. Aber wir haben auch jetzt gesehen, dass das so ein bisschen eigentlich an Aussagekraft verloren hat. Also könnte man sagen, hier in diesem Bereich um die 43, 44 kann man auf Kaufsignale achten. Hier im Bereich 48, 49 kann man auf Verkaufssignale achten, weil wir jetzt hier eine Range ausgebildet haben. Und im Umkehrschluss natürlich, wenn wir hier in diesem Bereich kein Kaufsignal bekommen, lange Lunte auch in den Stundenkerzen, 4 Stundenkerzen etc. und wir hier nach unten fallen, dann wäre das eher negativ und sollten wir hier kein Verkaufssignal bekommen, sondern wir über die 50.000er-Marke auch wieder ansteigen, dann wäre das eher ein positives Bild. Wir schauen mal noch hier auf die 4 Stundenkerzen. Also lange rote Kerze ist eigentlich nicht so schön. Insofern müsste man eher davon ausgehen, dass wir hier nochmal an die Unterstützung kommen, dass man also hier dann schaut, ob man nicht die Hände auffangen kann. Aber das bitte nur in Verbindung mit langen Lunden, nachfolgender grüner Kerze und am besten dann noch vielleicht Break eines Intraday-Abwärtstrends. Wir haben jetzt hier auch so einen kurzen Abwärtstrend. Also das ist ein bisschen sehr weit davon. Aber wenn man jetzt die 4 Stunden Kerzen hier noch auf, ja, noch kürzer macht, zum Beispiel auf Stunde, 30 Minuten oder 15 Minuten und hier so ein kurzer Trend mit langen Lunden an der Unterstützung gekauft wird, kann man zumindest mal auf eine kurzfristige Gegenreaktion setzen. Wir kommen nochmal zurück zum deutschen Aktienindex, der also unter der 15.200 notiert. Und damit sind wir jetzt hier in den Stundenkerzen aus diesem Trend nach unten herausgefallen. Wir schauen uns das Ganze mal nochmal auf 5-Minuten-Kerzen an. Also, ja, da braucht man auch keine Indikatoren. Da kann man auch farbenblind sein. Man muss dann halt nur die negativen Kerzen vielleicht schwarz setzen und die positiven Kerzen weiß. Und solange mehr negative Kerzen da vorliegen als in dem Falle rote Kerzen, als grüne Kerzen, ist das eben bärisch. Und demzufolge, solange das bärisch ist und sich nicht umdreht, sollte man eben auch nicht long sich positionieren. Und vielleicht noch ein kleines Wort zum Mentalen. Er hatte erst letzte Woche einen Kunden, der Schwierigkeiten hat, wenn er Abwärtsbewegung oder Aufwärtsbewegung verpasst. Was macht er dann? Er investiert oder tradet dann in die Gegenrichtung. Und das heißt, wenn Sie jetzt diese Abwärtsbewegung verpasst haben und sich ärgern über 200 Punkte entgangenen Gewinn, und das ist auch so ein normales menschlich angeborenes Trading-Verhalten, dann kommt häufig vor,
dass man aufgrund dieses entgangenen Gewinnes sagt, nee, das kann eigentlich nicht sein und ich bin besser als der Markt und ich ärgere mich jetzt und deswegen gehe ich jetzt hier long. Ich versuche jetzt den Markt aufzufangen und das erholt sich schon. Das ist also auch ein angeborenes Verhaltensmuster, dass man halt vielleicht nicht gerne wahrhaben möchte, dass man hier nicht dabei war und dass sich darüber ärgert. Und wenn man sich ärgert und Emotionen kommen, dann sind das automatische Gedanken, die automatische Gefühle auslösen oder auch umgekehrt. Und dann macht man den Fehler, dass man tatsächlich hier gegen den Trend arbeitet. Und das kann natürlich auch mal gut gehen, aber Sie sehen eigentlich, dass wir hier mehr Rot als Grün haben. Und demzufolge man eigentlich hier weiter die Erholungen sich zurücklehnen sollte und sagt, okay, da kommt jetzt vielleicht eine Erholung, aber der Trend ist da. Ich will nicht gegen den Trend handeln, sondern versucht dann eine Erholung eben zu verkaufen, indem man dann einfach sagt, okay, kann man ja auch einen Oszillator nehmen und dann halt die Verkaufssignale nutzen. Oder wenn dann halt so kurze Trends in den 5-Minuten-Kerzen hier entstehen oder auch Unterstützung geknackt werden, dann kann man eben weiter auf fallende Kurse setzen. Also im Moment sieht es nicht besonders schön aus. Ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg. Machen Sie es gut, bleiben Sie diszipliniert und vor allem entspannt. Wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin viel Erfolg, Ihr Stefan Salomon.